Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Techtelmechtel. Heute haben wir eine quasi Doppelfolge und zwar gibt es einmal ein Unboxing und zwar von diesem Ding hier. Das ist, was das ist, kommen wir gleich zu und dann auch der Installation von diesem Ding hier. Erst einmal wie immer, ne, also man kann es hier nicht drunter lesen, aber es steht natürlich hier auch noch einmal, ne, das, hier steht Neewer, TM, www.neewer.com. Die Seiten sind alle nach Möglichkeit ziemlich schmucklos und hier haben wir nochmal genau das gleiche, hier die ganze Paketinformation, meine Adresse ist natürlich jetzt ausgepixelt, hier nochmal ein Barcode und hier nochmal Neewer und www.neewer.com. So, das ist aber ja jetzt nicht so spannend. Wichtig ist ja, was ist da drinne? Und wenn du den Videotitel schon gelesen hast, boah, komm her, dann weißt du natürlich schon, was sich hier logischerweise drin verbergen mag. So, vorsichtig, hier aufschneiden. Skalpell wieder weglegen. Und dann hier einmal, boah, vorsichtig. Oh, was Grünes. Wir gucken nochmal hier rein. Leer. Ah, da ist nichts mehr drin. Verpackungsmüll. So, hier schicke Plastikfolie da drin. Ein schicker Kunststoffstoff. So, da gibt es gar nicht so viel zu sagen. Und da möchte ich auch gar nicht so viel zu verlieren. Aber mal davon abgesehen, dass meine Webcam nicht funktioniert seit dem Anniversary Update. Da muss Logitech noch ein bisschen nachliefern. Habe ich mir überlegt, hey, so ein Greenscreen wäre echt was Cooles. Und ich möchte ihn irgendwie so haben, da sieht man ihn nochmal in seiner vollsten Pracht, möchte ihn gerne so haben, dass er, ich sag mal, möglichst kostengünstig um die Ecke kommt. Also der hat jetzt, also dieses Stück Stoff hier hat jetzt 17 Euro oder sowas gekostet. Und ich möchte aber auch nicht irgendwie so eine riesengroße Wand irgendwo haben, sondern ja, am besten soll man das Ding normalerweise gar nicht sehen und dann kann ich es irgendwie dazu nehmen oder auch nicht. Und wie ich das anstelle, das schauen wir uns jetzt an. Um das ganze Projekt jetzt auch zu realisieren, brauchen wir den Greenscreen. Brauchen wir auch etwas, an dem wir ihn befestigen. Und da habe ich mir gedacht, hey, lass uns doch mal ein altes Rollo nehmen. Das hatten wir noch bei uns im Keller liegen. Ist 2 Meter breit, reicht also vollkommen aus. Der Greenscreen hat eine angegebene Größe von 1,80 x 2,80. Von daher sollte das vollkommen ausreichen. Außerdem dabei ist natürlich die Aufhängung. Die ist natürlich notwendig, um das Ganze dann oben fest an die Decke zu bringen. Und außerdem brauchen wir natürlich auch noch etwas, damit es dort hält. Und auch etwas, das wir benutzen können, um das, was hält, dann auch fest zu zurren. So, in meinem Kopf funktioniert das super und es besteht die Möglichkeit, dass das jetzt das größte Fail-Video wird, das ich jemals auf dem Kanal hatte. Kann aber auch sein, dass das einfach ein sehr winniges Video wird. Ich bin total gespannt und ja, das Ergebnis, hui, schauen wir uns dann gleich mal an. Boah, das war anstrengend. Hier oben sind in meinem Büro irgendwie gefühlt 1 Million Grad, weil draußen ist es bedeckt und heiß, also ziemlich schwitzig alles. Jo, Projekt scheint soweit schon mal funktioniert zu haben und ich würde mal sagen, jetzt mache ich auch mal den Live-Test, ob das auch wirklich funktioniert. Ich bin mir etwas unsicher wegen der ganzen Falten, die müssen sich erstmal nochmal aushängen, denke ich, ansonsten kommt das ganze Ding nochmal runter. Wird gebügelt oder gemangelt oder was auch immer. Keine Ahnung, auf jeden Fall. Ach, diese Haare, ey, heute ist auch echt Bad Hair Day. Ansonsten, es hat wunderbar geklappt, also ich hätte nicht gedacht, dass wir das, also ich, dass ich, ne, Heimwerkerkönig, ping, das so gut irgendwie hinbekomme, von daher, oh, doch, ich bin ganz zufrieden und
ja, hoffe, dass das alles so funktioniert. Und vor allem, ich hab's ja schon angedeutet, meine Logitech Webcam geht im Moment nicht. Und das ist so kacke, weil das Ding ist jetzt ja quasi überflüssig. Heißt Streaming erstmal sowieso ohne Cam und ich hoffe, dass Logitech da einen aktualisierten Treiber für das Anniversary Update von Windows 10 bereitstellt. Irgendwann mal. Walross Move, immer noch. Na gut, ansonsten war eine schöne Sache. Ich freue mich, dass es geklappt hat. Und auch wenn es jetzt nicht ganz so technisch war, aber irgendwie hat es ja doch da was damit zu tun, hoffe ich, dass es dir gefallen hat und ja, freue mich auf das nächste Video, das wir zusammen bestreiten werden. Also macht's gut und bis dann. Euer Herr Jotjo. Ciao.